Also ich muss auf jeden Fall noch tapezieren und also den Rest weiße Tapete, dann auch die Fototapete. Dann müssen die Fußleisten wieder angebracht werden, die Lampe muss wieder angebracht werden, die Gardinenstangen müssen angebracht werden und dann natürlich der schöne Teil, die Deko. Ja, also Deko ist jetzt mehr kam ihr Ding. Wenn sich Matthias jetzt versägt, ist die Kommode ruiniert, denn er hat weder Holz noch Zeit, um eine neue Tür zu bauen. Er sägt jetzt die Türe ab, aus dem einfachen Grund, er will die Scharniere nicht mehr versetzen. Die sind wahrscheinlich am Anschlag. Sind maximal eingestellt. Deswegen kann er die Türen nicht mehr auseinander schieben mit den Scharnieren, die man ja einstellen kann. Da wird dann jetzt 1 Zentimeter abgeschnitten. Ich würde mal sagen Sägeblattstärke, damit dann das Spaltmaß zwischen den zwei Türen wieder passt. So, großer Moment. Wenn es jetzt nicht passt, sägen wir nochmal ab. Und wenn du zu viel abgesägt hast, klebst dir wieder was dran oder was? So. Und? Ja, wir müssen das Ganze jetzt mal ein bisschen einstellen. Das funzt so noch nicht. Nur die Zeit, die funzt dahin. Übrigens auch in Emmerich am Rhein bei Tom und Jochen. Auch hier ist der zweite Tag angebrochen. Hey, da seid ihr ja wieder. Kommt rein in die gute Stube. Schlafen die zwei noch? Die Mutter macht auf. Mhm. Ah, nee, sie sind auch schon wach. Hallo. Na, wie lange ging's gestern noch? Ich habe gar nicht aufgehört. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Ja, muss ja weitergehen. Irgendwie müssen wir gucken, dass wir den Zeitplan jetzt noch ein bisschen einholen. Ein bisschen hinken wir hinterher. Und darum müssen wir ein bisschen Gas geben. Ja, und wie lange haben wir denn überhaupt noch Zeit? Noch 10 Stunden. Das ist nicht mehr viel. Ich glaube, ich gehe mal schnell wieder weiterschneiden. Ne? Ja, dann hopp. Die Zeit sitzt den beiden im Nacken. Was habt ihr schon geschafft? Hier haben wir dann schon mal soweit fertig gestrichen. Dann haben wir das Bett schon soweit vorbereitet, auch alles geölt. Und dann war die Zeit weg. Sieht schlecht aus im Moment. Vielleicht holen wir hinten raus noch ein bisschen raus und müssen wir mal schauen. Aber jetzt bist du ja am Lackieren. Macht das auch Probleme? Dass da auch hier diese ganzen Bretter Trocknungszeiten haben, müssen wir da ein bisschen mit Gas geben. Ja, das habe ich befürchtet. Das ist das Problem. Die Trocknungszeiten jetzt bei den Brettern. Sie haben doch nicht alles die Nacht geschafft. Ja. Ich dachte, wir hätten alle Oberflächenbehandlungen geschafft. Gerade Lackieren ist nicht ohne. Das Wichtigste, das richtige Werkzeug. Marc, dein Einsatz. Jedes Malerwerkzeug hat seine Berechtigung. Es kommt ja immer auf die Farbe und auf den Untergrund an. Ob ich einen Pinsel nehme, ob ich ein Lammfellröllchen nehme oder ein Röllchen Velour oder auch ein Schaumstoffröllchen. Und das ist das ideale Röllchen für Lackarbeiten. Warum? Damit ich den Lack gleichmäßig, aber mit einer geschlossenen Oberfläche übertragen kann. Und das geht so. Lack drauf. Beim Abstreichen verteilt man nochmal gleichmäßig aufs Röllchen. Und nun Achtung. Gleichmäßig auf den Untergrund. Und wenn das trocken ist, dann ist es glatt. Dem Schaumstoffröllchen sei Dank. Matthias bearbeitet mittlerweile die Abdeckplatte der Kommode mit einer sogenannten Schweizer Kante, die sich nach unten verjüngt. Der Vorteil von dieser Kante ist, wenn ihr optisch auf dieses Brett schaut, wirkt das wesentlich dünner, oder? Das ist der Vorteil, weil das Ganze, das soll nicht so klobig aussehen, das soll nicht so wuchtig wie ein Klotz aussehen. Und durch diese Schweizer Kante entsteht eine ganz dünne Kante, die nicht so stark aufträgt. Nicht scharfkantig, auch nicht mit einer Oberfräse zu machen, sondern das wird geschliffen. Das ist Schreinerarbeit. Dafür aber auch nur noch gute 8 Stunden Zeit. Warum machst du trotzdem alles so genau, Matthias? Stresst dich der Zeitdruck gar nicht? Nein. Also angenommen, wir verlieren, das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich schaue ewig auf diese Kanten und die sind ewig rau. Wenn ich verloren habe, habe ich einmal verloren. Aber wir machen das hier in ordentlich. Da kommt der Handwerker durch, der Perfektionist. Finde ich klasse, liebe ich. Ihr werdet verlieren. Wie lange haben wir übrigens noch Zeit? Ihr habt jetzt noch 8 Stunden und ein paar zerquetschte. Hast du gehört, Tom? 8 Stunden, jetzt müssen wir Gas geben. Ja, wir. Hast du gut geredet. Ja. Oh, ich wünsche denen, dass die es schaffen. Ja, wäre echt schön. Das ist so ein tolles Team. Ach, scheiße. Wusste ich nicht. Ich musste gleich nochmal streichen. Ich dachte, sorry. Nee, jetzt habe ich einen grünen Daumen. Jetzt hat er einen grünen Daumen, allerdings. Der nimmt es wesentlich mit Humor. Finde ich gut. Ja. Der Chef macht Fehler. Und wer bügelt's aus? Okay, ich bin wieder oben. Ich komme gleich wieder runter und helfe dir beim Streichen, okay? Ja.
Toms Führungsstil wird besser. Dabei ist auch oben noch eine Menge zu tun. Er macht sich an den Bau der selbst entworfenen sechseckigen Bienenwabenregale, die seine Naturverbundenheit widerspiegeln sollen. Na, wie ist die Lage, Tom? Wie die Lage ist? Sagen wir mal so, stressig, oder? Es geht ja auch ums Gewinnen. Kleine Zwischenbilanz, Marc? Also von der Idee her und vom Arbeiten her ist das gut. Aber vom Zeitmanagement her ist es nicht so gut. Tom, was hast du denn dann nachher vor, reinzustellen? Deko-Elemente. Ich bin ja ein Fan von Nachthimmel. Da habe ich so vorgehabt, so LED-Kugeln reinzupacken, damit man, wenn es dunkel ist, die anmachen kann, damit man so eine schöne Atmosphäre hat. So war jedenfalls aktuell der Plan. Dann wird sich deine Freundin bestimmt freuen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das eine ganz tolle Idee, was er da, und auch wie er es umsetzt. Und ich finde es auch sehr, sehr schön gemacht. Was hat dich eigentlich auf die Bienenwabenform gebracht? Es ist halt kein Viereck, sondern ein Sechseck. Es hat noch was anderes, eine andere Form. Hat nicht jeder. Stimmt, hat nicht jeder. Es sei denn, man ist eine Biene. Und wie soll das Ganze dann aussehen? Zeig doch mal. Hey, mal dran, mal gucken. Was ist so? Ja, du musst weiter runter, musst weiter runter. Weiter runter, ich hätte jetzt gesagt, so. Ja. Und den nächsten wieder so. Dann bist du mit sieben bist du dann aber allemal genug auf die Fläche. An sich schon, ne? Weil über dem Bett soll ja keinen hängen. Richtig, und ich bin hier schon ungefähr bei der Grenze. Ja, also ich denke, bei sieben hast du dann genug damit. Im hessischen Bad Endbach stellt sich Carmen der ungeliebten Aufgabe des ums Fenster herum Tapezierens. Wunderbar. Geht besser als befürchtet? Also Fenster tapezieren, um Fenster drumherum ist irgendwie immer nicht so meine Kernkompetenz. Mach ja auch nicht so gerne, aber hilft ja nichts. Sind nun mal da. In diesem Raum zum Glück nur eins. Ihr habt übrigens nicht mal mehr 7,5 Stunden. Matthias, was machst du jetzt? Ich baue das Kopfteil vom Bett zusammen. Und das ist sicher ganz easy, total einfach zu bauen. Machst du mit links? Das habe ich wohl gesehen. Da hat auch einer das so geflochten auf YouTube. Der hat das ein bisschen anders noch gemacht und das fand ich eine ganz nette Idee. Also in den ganzen Schraubensägen-Siegen-Staffeln habe ich sowas noch nicht erlebt, was der da baut. Boah. Bei Carmen geht's an die Fototapete. So entspannt wie Matthias bist du nicht, oder? Jetzt wird's spannend. Das würde ich lieber zu zweit machen. Kannst du der andere unten halten, der andere könnte die Kante sauber machen. Weißt du, was ich meine? Ja, richtig. Ah, passt nicht. Muss weiter rüber. Na super. Muss ich also parallel zum Strich anlegen. Grrr. Auch hier haben die beiden nur eine Tapete und keine zweite Chance. Du machst das eher frei Schnauze, oder? Allerdings. Vor allem ist es halt auch echt breit. Marc, dein Tipp. Fototapeten gibt es tausende. Ihr könnt die sogar mit eurem eigenen Motiv im Internet bestellen. Die Frage ist nur, selbstklebend oder mit Tapetenkleister. Aber beide brauchen diesen Kunststoffrakel. Der wird nämlich benutzt, um von der Mitte heraus die ganzen Falten und die ganzen Luftblasen rauszudrücken. Und so funktioniert's. Bei einer Zimmerwand natürlich immer an der Kante zur Decke ansetzen. Andrücken, mit der ziehe ich die Falten raus. Und mit der anderen Hand auf der Rückseite ziehe ich das Papier ab. Und dann immer von der Mitte gleichmäßig nach außen. Bei diesem schmaleren Streifen geht das auch gut alleine. Glatt, faltenfrei und zur Sicherheit noch mal kurz nachrollen. Ich bin der erste Maurermeister, der in Sekundenschnelle mauert. Und Carmen ist die erste Sozialpädagogin, die Berge versetzt. Aber jetzt braucht sie doch Matthias' Hilfe. Was soll ich tun? Ja, was? Nix, noch nix. Okay. Also, ich nehme jetzt diese Rolle. Das ist die zweite Bahn. Mhm. Du hältst die oben einfach ab von der Wand. Ach, hab ich schon verstanden. Weil ja, ich muss den Berg ansetzen. Dann arbeitet zusammen. Dafür seid ihr doch zu zweit. Richtig, aber in weniger als 6,5 Stunden ist die Zeit um. Und Matthias hat auch noch jede Menge zu tun. Ja, wunderbar. Das Wash. Matthias, warum hast du Tapezieren so sehr? Ich hasse das Tapezieren. Jeder hat seine Kompetenzen. Ich habe halt nur die mit Holzen kam, kann halt viele sauen. Gegensatz zu mir. Ich kann nur Holz. Und Kamka ist halt wirklich toll. Also sie kann wirklich viele Sachen toll. Ich bewundere das. Das ist ein tolles Team. Jeder hat seine Kompetenzen. Er mit Holz,
Sie mit Tapete. Hier oben habe ich noch abgeklebt, weil damit ich nicht so ganz aufpassen muss mit dem Kleister. Das kann ich nachher einfach abziehen. Das ist sehr mühsam, wenn ich das danach alles noch sauber machen muss. Hatte ich einmal nicht gemacht und dann war es viel Arbeit. Sehr durchdachtes Arbeiten. In Emmerich hinken auch Tom und Jochen ihrem Zeitplan hinterher. Baut ihr etwa schon wieder das Bett zusammen? Wir bauen jetzt genau das Bett zusammen. Wir haben hier jetzt die Front. Also was heißt die Front? Die Vorderen, die vorne ist. Hier sind die Seiten, da ist das Hinterstück. Verleihen wir gleich mit Dübel und fixieren die noch mal richtig mit Schrauben, damit das noch schön stabil ist. Und danach sägen wir noch auf Maß noch mal extra Stangen, wo nachher das Lattenrost drauf kommt. Das wäre dann wohl Bettbau die vierte. Bei drei Probemontagen muss es nun aber passen, oder? Also bei mir passt das, bei dir? Tom, geht nicht. Wie geht nicht? Der passt hier nicht rein. Nein! Wie ärgerlich. Was willst du mich jetzt echt veräppeln? Nein. Ach, cool, Mann, ey. Der hat doch gestern auch gepasst. Ja, irgendwie passen die Bohrungen nicht mehr. Gestern hatten wir alles genau richtig zusammen. Wir haben aber ich habe vorhin blöderweise die Markierung mit weggeschliffen. Und darum sind wir jetzt ein bisschen am Gucken. Wenn ihr eine Zeit habt von 2 Stunden, wo ihr ein Bett zusammenbaut, dann muss das aber auch in 2 Stunden glatt laufen. Wenn ihr euch dabei vertut, andere Arbeiten dabei machen müsst und vielleicht das wieder auseinandernehmen müsst oder irgendwas passt nicht, sind direkt 1-2 Stunden mehr weg. Beachtet das bitte in eurem Zeitmanagement. Bettbau die fünfte. Und, sind da gefüllt? Ja. Ja, hier haben wir aber auch noch 2 Varianten, wie runter muss, ne? Ja, 2 Varianten, da sieht schon mal gut aus. Oh. Sieht auch alles wieder passen. Wir haben das Brett falsch rum drin gehabt. Und zwar mit der Maserung hier, mit den Markierungen, hatten wir nach außen gedreht gehabt. Und das musste nach innen gedreht, wie hier bei den anderen alle. Und dann hat es einfach funktioniert. Jetzt sitzen wir drin. Halleluja. Ihr habt aber nur noch 5 Stunden und 49 Minuten. Und wie es aussieht, noch jede Menge zu tun. Ich finde, ein ganz toller Vorher-Nachher-Effekt schon jetzt. Ja, man sieht deutlich einen Unterschied. Hat sich gelohnt bis jetzt. Es geht um den Sieg und 1000 Euro Preisgeld. Jochen und Tom müssen noch Schranktüren montieren, Wabenregale anschrauben, sowie Schreibtisch und Schrankerhöhung bauen. Dieser Schrankkasten, also jedenfalls, sieht das ganz langweilig aus. Erstmal so, zack, ein Kasten. Der wird nachher oben draufgelegt, damit wir einfach einen erhöhten Stauraum haben vom Schrank her. Okay, dann tue ich jetzt mal weiterhin die Bienenwaben sauber machen. Das kriegst du ja eigentlich allein hin, ne? Gebt Gas, Männer. Wer nicht fertig wird, hat bei Schraubensägen Siegen selten eine Chance auf den Sieg. In Bad Endbach arbeitet Matthias am Fußteil des Bettes. Und Carmen, was macht Carmen? Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, jetzt die Gardinenstange, die da oben hinkommen soll, anzuzeichnen und dann halt die Halterungen dafür dran zu machen. Frauen anzeichnen. Doch, die schafft das. Du montierst die Gardinenstange jetzt ganz alleine? Also, es soll Männer geben, die sagen, dass Frauen sowas nicht können. Doch, ich glaube schon, dass das viele können. Es ist nur die Frage, ob das auch alle machen oder das auch viele tun. Was hältst du von der Frau mit der Maschine? Kann sie damit umgehen? Ja. Die hat das gerade gehalten. Hat den super gemacht. Handwerkliches Geschick ist bekanntlich eine der 3 Bewertungskategorien. Und da schaut der Kühler immer ganz genau hin. Ja, doch. Passt sogar von der Länge. Haha. Jawohl. Gut. Also handwerklich muss ich sagen, tipptopp, aber bei beiden. Team Harmonie schraubt noch fix die Fußleisten an. Die hat Matthias beim Abschrauben durchnummeriert. Wie viel Kleber ist noch da? Weiß ich nicht. Es wird knapp, sehe ich. Ja. Mach da noch was zwischen und schick das. Da sind so viele Schrauben drin, da brauchen wir nicht so viel Kleber. Heb mal lieber für woanders auf. Hau mal rein. Fester. Ja, sitzt gut. Jetzt. Fußleisten, check. Moment, was macht ihr jetzt? Das stand doch gar nicht auf dem Plan. Wir brauchen nämlich hier noch irgendwas, um Kleider aufzuhängen. Was schraubt er in die Wand rein? Und das soll halten? Das fiel uns gestern auf, dass wir nur eine Kommode haben. Und dann haben wir die Leisten hier gesehen, dass sie irgendwo rumstanden. Und dachte ich, ey, das könnten wir eigentlich bauen. Also er versucht auch zu improvisieren, richtig so.
Da kommen meistens die besten Ideen. Da Schrauben nicht so meins sind, wachsen wir das jetzt aus mit einem halbwegs vernünftigen Farbton, dass man die nachher nicht so sieht. Also aus der Distanz fällt das in der Regel dann gar nicht mehr auf. Sogar beim Improvisieren denkt Matthias an alles. So einen Schraubenkopf zu verstecken, ist das Wachs ideal. Für den Fußboden würde ich es aufwärmen, damit es da so reintropft.